MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, wir sind jetzt mal wieder auf dem Ibra-Team und damit spielen wir jetzt auch mal eine Runde. Ihr seht es schon auf der Bank, die anderen Jungs sind auch noch alle da, Reus, Lever, Robben etc. Aber wir wollen jetzt erstmal ein Spiel wieder mit Ibra machen. Habe ich einfach mal Bock drauf. Und ja, wie die nächsten Spiele sind, das weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt es dann noch ein Ibra-Spiel und dann vielleicht noch mit Robben und so. Das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Wieder gegen Brasilianer. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich spiele sehr ungern gegen Brasilianer. Aber okay, schauen wir mal. So, Pato. Wie heißt er nochmal? Nee, ich komme nicht drauf. Rechts ist Alan. ZDM hat da ein Dings, ein DD. Also ein Innenverteidiger hingestellt. Melo in der Innenverteidigung. Miranda, Santana und der andere. Das habe ich nicht mehr gesehen. Torwart auch nicht. Mal gucken. Ja, DD haben sie ja richtig, also was heißt richtig langsam? Im Gegensatz zu vorher ist er richtig langsam. Ich meine, von 81 Tempo war es, glaube ich, auf 68. Das ist schon mal, ja, da sieht man die Willkür bei manchen Spielern. Muss ich einfach so sagen. Also, dass da vielleicht sich nicht so richtig informiert wird. Und, ja, die Werte einfach mal so ein bisschen, keine Ahnung, weswegen so gemacht werden. Weil ich glaube nicht, dass ein Spieler einfach mal innerhalb eines Jahres so viel an Pace im echten Leben verliert. De Rossi, Flanke kommt und Lavezzi schießt das Ding vorbei. Schade, ich wollte eigentlich noch ein bisschen warten, bis Ibra kommt. Aber im Prinzip auch nicht schlecht auf Lavezzi, aber der Winkel war natürlich auch scheiße. So, haben wir, ne? Ja, haben wir. Und da ist dann Ibra. Ibrahimovic. Ah ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich so frei durch bin, sonst wäre ich natürlich noch ein Stück gegangen. Sieht man das hier nochmal. So, Flanke Marchisio, beziehungsweise Ecke. Und da hinten steht, weiß ich nicht wer, aber jetzt Kille Chiellini mit rechts. Finesse, er ist ein Linksfuß eigentlich, aber der lag so schön auf dem rechten, da muss man mal Finesse auspacken. Aber hat man auch gesehen, dass er Linksfuß ist, weil der ging einfach nur mittig auf den Torhüter. Und da hinten steht Yaya Touré. Aber jetzt ist rum. Jetzt haut er das Ding raus. Da dürfte eigentlich... Doch, da steht sogar einer von ihm. Ich wollte gerade sagen, da dürfte keiner von ihm stehen. Weil so viele Leute da waren. So, Lukas, schön das Ding abgefangen. Jetzt hier durchgesteckt auf Ibra. Ah, hat er mit Danilo. Danilo hat er noch da stehen. Marchisio. Hier nach vorne auf Lavezzi. Ezequiel. Choppen wir. Boah. Opa. Ja, jetzt war ich ein bisschen sehr verwirrt. So. Ah, schade, kommt nicht durch der Pass. Gerade gesehen, sofort gedrückt, aber dann kam der Pass nicht gut. Schön wieder abgefangen. Jetzt hier durch die Lücke. Na, das war aber jetzt nicht so super. Aufpassen jetzt. Den muss. Ja, denkst du dir, dass irgendwer den haben muss? Ja. Er ist einfach geil, ey. Wir drücken den Gegner halt einfach 12 Minuten komplett in seine Hälfte. Und dann Konter. Ich weiß auch nicht, warum Company da wirklich so langsam ist. Also, das kommt mir... Guckt euch mal, wie der Pato da durchballert. Ich meine, Pato ist natürlich schneller, aber das war jetzt ein bisschen sehr seltsam. Ah, ich mach's immer wieder, ey. Das muss ich mir bei der Aufstellung angewöhnen. Ich spiele immer gleich nach links. Aber da kommt in der Aufstellung keiner. Im 4-1-4-1, da ging das ziemlich gut. Da kam dann immer gleich wer. Aber jetzt hier, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ah, De Rossi. Jetzt geht das Ding wieder auf Pato. Diesmal hatten Chiellini. De Rossi, Abate. Ah, das war nicht gut. Da hat Lukas sich nämlich gerade umgedreht. So, da kommt wieder der lange Ball und Alter, schon wieder Pato komplett frei durch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier los ist. Vielleicht ist es, weil wir ihn so drücken und dass unsere Abwehr halt so aufgereiht steht. Auf jeden Fall ist der Gegner hier die ganze Zeit, was heißt die ganze Zeit jetzt, schon zweimal komplett frei durch. Das hatten wir, glaube ich, in den ganzen Spielen davor kein Mal. So, jetzt aber mal auf Ibra durch. Ibra hat ihn. Ibra. Danilo kommt dazwischen. Ich wollte ihn gerade noch auf Lukas ablegen, aber hat er nicht mehr hingekriegt. So, und er versucht es jetzt auch alles nur mit in Lauf schicken. Also, er hat gar kein Interesse an einem normalen Spielaufbau. Einfach ab in Lauf mit dem Ball. So,
durchgesteckt jetzt auf Ibra und Ibra macht das Ding jetzt. Der kann auch mit links, obwohl wir fackeln einfach mit rechts Außenriss, ganz genau. Ich wollte erst mit links Finesse schießen, aber habe ich mir überlegt, die Außenrissschüsse sind doch jetzt so OP geworden, da kann man doch auch mal mit Außenriss schießen. So. Das ist jetzt übrigens ein gutes Beispiel für die Leute, die vielleicht das mit dem Bundesliga-Team gesehen haben. Ey, das ist jetzt hier wirklich echt nicht mehr feierlich, was hier abgeht. Und jetzt wieder. Ey, ohne Scheiß, ich weiß nicht, was da los ist. Ehrlich gesagt jetzt. Ich mache nichts anderes als in den anderen Spielen. Also, wie wir mit dem Team gespielt haben. Aber die Abwehr ist jetzt durchgehend, wird hier durchgehend überlaufen. Da war er schon wieder frei durch. Ich habe echt keine Ahnung. Und dann halt zwei Abpraller und zwei Abpraller gehen rein. Dass das ein komplett unverdientes Ergebnis ist, das sollte jedem Zuschauer klar sein. Also, ich meine, wir hatten jetzt wirklich so viele Chancen und er führt halt 2-1. Aber naja, das ist jetzt nicht so schlimm, weil das Spiel geht noch einige Minuten und es steht schon wieder 2-2, weil Lavezzi hier den Kopfball reinmacht. Nach einer schönen Flanke von Ibra. Das wollte ich übrigens auch gerade sagen. Bei Bundesliga-Team, da hatte ich nach dem 1-0 in dem ersten Spiel zum Beispiel, ja, da habe ich mir gedacht, oh Mann. Also, ich hatte nicht viel Hoffnung, dass sich da was ändert. Aber hier bei dem Team, ich weiß nicht, da habe ich halt immer die Hoffnung, wir schießen eh noch 5 Tore, sowas in die Richtung, natürlich nicht 5 Tore, aber schon, es ist wirklich ziemlich komisch. Ist aber jetzt auch erst in dem Spiel, ansonsten stand die Abwehr ja eigentlich relativ gut. Es war natürlich manchmal so, dass da mal eine Lücke war, aber das ist halt immer so. Was ist jetzt los? Ja, ich hatte doch den Ball, ey, was, oh. Da sagt der Schiedsrichter, versaut mir die Situation mit einem Vorteil. So, ach, schade, kommt nicht durch. Ja. Ah, und durch auf Ibra. Ah, kommt der Ball nicht an, schade. So, gleich kommt wieder der Ball in Lauf. Ganso. Haben wir mit Chiellini, sehr schön. Weiter auf Abate, jetzt hier auf die Außen, auf Lukas, durchgesteckt auf Ibrahimovic. Ibrahimovic pusht sich natürlich und Ibrahimovic fackelt. Nee, ich war mir sicher, dass er reingeht. Scheiße. Gibt es wenigstens Ecke oder so? Nee, ne? Der hat einfach daneben geschossen. Verwunderlich, was ist los? Ibra. Nee, ich war mir irgendwie echt sicher, dass der reingeht. Und schon wieder der lange Ball. Und der geht schon. Das Komische ist immer, das war bei allen drei Bällen im Lauf von ihm so, dass meine Gegner einfach, dass meine Leute drunter durchgelaufen sind unter den Bällen. So, jetzt kommt hier Marquisio. Marquisio, bringen wir die Flanke rein auf Ibrahimovic? Schade. Ich habe erst überlegt, mit Marquisio reinzuziehen. Wäre vielleicht auch die bessere Wahl gewesen. So, und da kommt wieder der Ball. So, jetzt hier vorne auf Ibra. Jetzt weiter auf Ibra und jetzt bringen wir das Ding rüber. Klappt und direkt wieder nach vorne. Ah, Marquisio wäre durch gewesen. Schade. Marquisio ist nämlich wieder mal sehr schön reingestartet. Und schon wieder genau dasselbe. Ich weiß echt nicht, was hier los ist. Ich habe hier richtig Probleme, dass meine Abwehr als überlaufen wird. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass das ist, weil wir ihn irgendwie relativ drücken. Weil es war halt in keinem Spiel vorher so. So, Touré ist durch. Yaya Touré hat natürlich jetzt auch keinen schlechten Schuss. Ah, ich dachte, er tackelt. Anders. So, gibt einen Abstoß. Ach nee, war sogar ein Foul, okay. So, raus, Company. Weiter auf Ibra. Ah, ja, komm, kriegen wir trotzdem noch rüber. Ja, kriegen wir Klischee. Klischee pusht dich. Klischee pusht sich. Und da steht Ibra. Nee, das war gar nicht Ibra. Da ist Ibra. Schade. Und schon wieder der lange Ball in Lauf. Das ist echt gefährlich bei ihm. Also man kann ihm ja gar keinen Vorwurf machen, wenn es ja so wäre, dass irgendwie alles daneben gehen würde. Dann würde ich es ja nicht verstehen. Aber so kann ich es verstehen, dass er es alles macht, weil es irgendwie ziemlich gut klappt bei ihm. Machen wir es auch mal. So. So, jetzt mit Ibrahimovic reingezogen. Ah, lucky, lucky, lucky vom Gegner. Mehr kann ich nicht sagen. So, ah, komm, push dich nochmal. Ja, sehr schön. Über die Außen auf Marquisio.
Marquisio bringt das Ding rein, sehr scharf. Ah, schade. Ah, das Ding eben vom Ibra, eigentlich, ja, konntest du, ja, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber war eigentlich perfekt gemacht, schön reingezogen und dann halt Finesse, aber konnte Abwehrspieler noch blocken. Also ich denke mal, wir sind klar überlegen, meiner Meinung nach. Aber das müssen wir jetzt auch noch ins Ergebnis ummünzen. So. Ja, Ibra hier. Nehmen wir hier außen mit. Mit Clichy. Ja, Ibra jetzt natürlich nicht am Start. Deswegen wollte ich jetzt erst nochmal reinziehen, aber jetzt bringe ich dann doch lieber noch die Flanke, bevor der Ball weg ist. Und da kommt wieder der Ball nach vorne auf Pato. Und da ist Gott sei Dank Abate. De Rossi vorne auf Ibra. Ne, Lavezzi ist es. Ah, schade. Den hätte ich nicht machen sollen. Ibra fängt das Ding ab und Ibra, Himo, Witsch. Übrigens. So, schade. Dann halt der Eckball. Kompanie. Vincent Kompanie. Aber am Tor vorbei. Komm, weiter geht's hier. Macht eigentlich schon Fun das Spiel. Nur hätte ich es lieber, wenn es 2-0 stehen würde. Was auch eher verdienter wäre. So. Einwurf, komm, mach dich jetzt meine hier. Am besten läuft jetzt noch ein Spieler von ihm da hinterher und versucht den Ball noch zu holen da vorne, damit es natürlich schneller geht. So, nächster Einwurf. Na komm, De Rossi. Ich habe nicht angewählt bekommen. So, Abate. Opa, das war ein richtiger Fail von mir. Das war ein richtiger Fail von mir, weil ich habe in Lauf gedrückt und das war in der Situation einfach kompletter Schwachsinn. Ey, das gibt es nicht. Ich glaube, der Kerl hatte 3 Chancen und hat jetzt 3 Tore gemacht. Und was für Dinger. Der legt sich halt, das ist eigentlich nur noch eine Verzweiflungsflanke, weil er fast einen Ball abgenommen bekommt, weil er da von 2 Spielern von mir umringt ist. Und dann macht Ganso natürlich mal ganz easy einen Seitfallzieher da. Boah, sorry, aber das Spiel, das ist jetzt hier schon wieder richtig krass. Also, boah. Jetzt muss ich mich nur konzentrieren. Ich versuche jetzt irgendwie kein Gegentor zu kriegen und eher das Spiel jetzt noch zu gewinnen. Alter, krass. So, auf die Außen. Durch auf Ibra. Push dich, Ibra. Push dich. Ibra pusht sich. Flanke kommt rein. Hinten kommt Lavezzi. Marquisio steht auch da. Jetzt wieder alles aufgerückt. Diesmal steht mal Touré hinten. Wundert mich. Lima. Das sind auch so Dinger, dass diese Bälle überhaupt ankommen. Das ist eigentlich schon ziemlich dreist. Ich meine, das ist halt einfach nur Verzweiflung, irgendwie den Ball noch wegkriegen. Aber die kommen halt wirklich an. Ah, schade, geht nicht durch. So, jetzt müssen wir uns mal... Na gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also jetzt nicht zu hektisch machen. So, jetzt hier drüben auf Lukas. Der muss kommen, der muss kommen. Scheiß Regen, ficken, ey. Extra relativ locker geschlagen, weil ich ja sehe, dass Regen ist, aber hat es nicht gebracht. Den haben wir auch nicht. Es kommt einfach alles an. Sehr ärgerlich momentan. De Rossi, bring ihn über die Seite und jetzt... Fuck it. Ich dachte, er geht durch auf Ibra. Und da kommt wieder der lange Ball und der kommt wieder über meine Abwehr. Ich glaube, wir haben noch keinen hohen Ball irgendwie mit dem Abwehrspieler mal abgefangen. Die kommen immer perfekt bei ihm. Vielleicht hat er irgendwie einen Glitch entdeckt. Nein. So, und bei mir kommen die Pässe schlecht als recht und dann ja wieder Wendekreis wie ein Panzer. So, jetzt haben wir schon 67. So, jetzt fangen wir mal einen Ball ab. Was ist los? De Rossi, durchgesteckt. De Rossi zieht in die Mitte. Ibra ist in der Mitte. Ibrahimovic und Jefferson oder wer da im Tor hat. Irgendwas habe ich gelesen. Hält das Ding natürlich. Komm, mal eine Ecke. Ecke kommt rein. Ibrahimovic steht da. Lukas fängt das Ding ab. Lukas fängt das Ding ab und fackelt. Kompany auf Yaya Touré abseits. Scheiße, Mann. Alter, was ein Spiel. Wie viele Minuten noch? Oh, 20 Minuten. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein Tor für die Verlängerung.
So, lassen wir mal das Ding. Ich habe eigentlich durchlassen gedrückt, aber es klappt halt gar nicht mehr. So, Lukas ist jetzt durch. Ibra bleibt leider. Mann, ja. Ich wusste da nicht mehr, was ich anders außer die Flanke machen soll, weil Ibra ist als draußen bei mir geblieben. Keine Ahnung warum und was er von mir überhaupt wollte. Aber er hat es halt gemacht. Zurück zum Torwart, nach vorne wieder. So. Jetzt nach vorne. Nein. Jetzt nach vorne? Ja. So. Nein. Scheiße. Komm, Lukas. Sehr schön. De Rossi. Der sollte eigentlich erstmal auf Lukas nochmal. Boah, ich stelle mich extra vor Pato. Trotzdem kommt Pato an den Ball. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen momentumt. Für die Leute, die wissen, was Momentum ist. Ibra! Ah, sehr schön. Habe ich kurz überlegt. Das waren mir schon wieder zu viele Möglichkeiten. Flanke, Sweat, Innenseite, Vollspannschuss. Aber da habe ich dann Gott sei Dank für die richtige Wahl entschieden. So, komm, und ich will jetzt hier in der normalen Spielzeit noch gewinnen. Was meiner Meinung nach verdient wäre. Das habe ich jetzt, denke ich, oft genug gesagt. Er ist einfach scheiße effektiv. Und er hat einfach scheiße diese langen Dinger drauf. So. Jetzt. Ah, das wollte ich nicht. So ein Ding wollte ich nicht machen. Das wäre bei ihm wahrscheinlich angekommen, so ein Teil. Aber ich wollte eigentlich nur das Ding auf die andere Seite bringen und nicht direkt auf Ibra. Das war nicht so schlau. Das ist mir aber schon gleich aufgefallen, bevor ich es eigentlich gemacht habe. So. Und jetzt hier durchgesteckt auf Lukas, weiter auf Ibra. Ibra! Ibra! Ai! Alter, ist er lucky. Ist er lucky. Sein Innenverteidiger im ZDM, aka DD, grätscht das Ding noch weg. Ich kotze. Chiellini! Das und sein Torwart. Alter! Ey, Momentum. Was ist los mit dir? So, über die Abwehr. Oh, richtig schlecht von Lukas. Alter, der geht ja fast ins Aus. 87. Minute, ey, komm, jetzt nochmal pushen, Jungs. Ja, nein. Komm, push dich, Klischee. Ja, schickt er jetzt hier weiter. Auf Alan, Alan, bringt die Flanke. Ey, das wär's gewesen. Komm, eine Minute noch. Jetzt ein bisschen Powerplay. Durchgesteckt. Ah, den wollte ich eigentlich nicht auf Ibra haben, aber passt schon. Ibra. Das ist scheiße. Einzelaktion Ibra. Ah, nee, komm. Scheiße, ich wollte es gerade noch abbrechen. Da hat er einfach nicht den Antritt zugehabt. So, jetzt aber noch. Was? Ey, das ist doch hier gefressen, das Spiel. Marquisio bleibt einfach stehen. Komm, bitte, lass nochmal laufen. Jetzt durchgesteckt auf Ibra. Und der ist schon wieder viel zu weit, ey. Ohne Scheiß, das Spiel will nicht, dass ich noch ein Tor mache. Das sind die einfachsten Bälle, die immer eigentlich durchgehen. Aber diesmal nicht. Komm, noch einmal hier den Ball abfangen im Mittelfeld. Ne, gibt. Wir müssen echt in die Verlängerung. Finde ich ziemlich ungerecht. Ich heule jetzt mal. Statistik sagt es auch ganz klar bei diesem Spiel. Also, wir sind drückend überlegen, aber irgendwie münzen wir das nicht in das, was zählt, um. Nämlich Tore. So, durchgesteckt auf Alarm. Und wieder der Jute-alte Ball in Lauf. Gut. Joe ist jetzt mal da. Ah, nein, 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 nein. Durchgesteckt. Und da kommt. Boah, Gott sei Dank. Jetzt habe ich zweimal richtig Scheiße gebaut. Zweimal richtige Lücken gerissen. Und diese Kacke da mit den Abwürfen ist ja immer der letzte Rotz. Er spielt auch noch dazu sehr defensiv. So. Jetzt hier mal ganz nach außen. Ich hoffe mal, der kommt jetzt auch mal an. Ja, kommt er. Sehr schön. So, Lukas, dann renn mal. Ah, schade, ich dachte, weil eigentlich ist er im Tackle nicht so gut, deswegen dachte ich, er läuft einfach an mir vorbei. Deswegen wollte ich es mal probieren mit Lukas, einfach in ihn reinzulaufen. So, jetzt durchgesteckt auf Lukas. Der kommt jetzt auch mal an. Ja, kommt er. Flanke reingebracht. Flanke kommt sehr scharf. Bringt aber nichts. Ezequiel Lavezzi, den muss ich vielleicht nochmal auf den Boden
tropfen lassen und dann erst schießen. Ist wahrscheinlich sicherer. So, na? Ja, Chiellini. Oh, spielen wir dem Gegner in Fuß. Ja, ja, Touré. Boah, hier kommt der Ball fast wieder durch. Na, na! Ich krieg keinen Verteidiger. Ey. Das Spiel ist wirklich sehr zum Lachen. Also ich glaube, da habt ihr auch eure Freude dran, aber das ist wirklich so ein typisch, das ist jetzt schon wieder so typisch, das hat nichts mit typisch FIFA 14 zu tun, sondern das hat mit typisch einfach dieses Spiel zu tun. Da, bitte. Ja, herzlichen Glückwunsch, das Ding geht wahrscheinlich am Tor vorbei. Nee, okay, es wäre aufs Tor gegangen, aber ich glaube, Joe hätte den sicher gehabt. So, zusammenreißen. Damit wir wenigstens, ja, jetzt erstmal wieder einen Ausgleich machen. Das ist erstmal das Wichtigste. Ey, das ist ja echt mal sowas von ärgerlich. Ich kann mich gar nicht so richtig nur aufs Spiel konzentrieren. Weil so ein Spiel, das hatte ich echt schon lange nicht mehr. Ich glaube, so ein Spiel, das war das letzte Mal bei FIFA 13 der Fall. So. Och Mann, spiel doch nicht auf De Rossi. Auf Lavezzi natürlich. Komm, den müssen wir irgendwo abfangen. Nee, machen wir natürlich nicht. Gut, dass er keine Ballannahme kann. Lavezzi durchgebracht auf fast Ibra. Komm, Chiellini. Oh, Alter. Chiellini spielt richtig schlecht gegen Pato. Also der gewinnt ja fast keinen Zweikampf da hinten gegen Pato. So, wir haben noch eine Halbzeit der Nachspielzeit Zeit, um jetzt ein Tor zu machen. Ey, das ist halt so lächerlich. Also muss ich echt mal sagen, sorry. So. Weiter geht's. Komm. Hallo. Och man, jetzt mal nicht noch hier. Jetzt macht er wahrscheinlich Fünferkette und was weiß ich. Könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen. Hallo. Ach, danke. So. Wie gesagt, eine Halbzeit noch Zeit. Komm, lauft mal nach vorne, bitte. Lukas. Lukas über die Außen. Lukas über die Außen. Lukas in Lauf von Abate. Richtig mieser Pass. Ich weiß gar nicht, wie man so einen schlechten Pass spielen kann. Ohne Scheiß. Das geht, der geht über ein paar Meter. Marquisio, die Ecke. Da steht irgendwer. Kompanie. Kompanie macht Gott sei Dank den Ausgleich. 108. Minute. Und jetzt nochmal dasselbe. Wir müssen jetzt hier einfach ein Tor machen. Alles andere ist ungerecht. Es ist so. Und komm, bitte, Lukas, bitte. Ach, das ist auch so gewollt von FIFA. Der soll ins Aus gehen, also geht er ins Aus. Da kannst du machen, was du willst. Und ja, Long Ball nach vorne. Hat ja öfter geklappt bei dir, mein Junge. Also verstehe ich dich natürlich. So, hier mal nach drüben abgeschlagen. Haben wir mit... Oh, Abate, wie wär's mal, wenn du springst? Aber naja, muss man ja nicht. Also ich meine, es ist relativ überbewertet. Ibra hat den Ball. Und das ist... Oh, ich will mich ja kaum über Ibra beschweren, aber das war ein richtig mieser Ball von Ibra. Kompany? Nee, so nicht, mein Freund. Haben wir hier zurückerobert. Erstmal auf Ibra. Weiter auf Lukas! Boah, Alter, der Torwart holt aber auch alles raus. Meine Fresse. So, komm, machen wir noch ein Eckentor. Das wäre dann ausgleichende Gerechtigkeit. Diesmal leider nicht. Vincent Kompany. Oh. Kann das Ding nicht kontrollieren. Gut, wir haben keine Abwehr da stehen. Aufpassen. Also, oh, Alter. Gut, ja. Das ist ganz hübsch. Ibra, reingezogen. Ibra Fines. Alter, Torwart. Was ist los mit dir? Ibra hoffentlich drinne. Das war jetzt ziemliches Ping-Pong. So. Was macht er da? Will er jetzt ins Elfmeterschießen oder was? Einfach jetzt zurück zum Tor. Alter! Ey. Ja, wie ich jetzt ausgerastet wäre. Da versucht er den quer zu spielen. Gott sei Dank kann den Melo natürlich nicht kontrollieren. Komm. Letzte Aktion. Auf
Ibrahimovic, richtig schön von De Rossi. Und Ibra. Oh, scheiß die Wand an, Mann. Perfekt. Junge, so muss es sein. Sehr schön. Richtig krankes Spiel. Muss ich einfach mal so sagen. Da kann man auch mal Galopp-Dance hinlegen. Boah. Ey, FIFA-Momentum, was ist nur los mit dir? Und direkter Abpfiff. Also so ein Spiel ohne Scheiß, das hatte ich schon seit, was weiß ich, Zeiten nicht mehr. Das ist ja... Ach, ihr habt's ja gesehen. Also ich weiß nicht, ob ich mir da was einbilde, aber ich fand das Spiel, dass wir sowas von drückend überlegen waren und bei ihm wirklich die Dinger durchgingen. Vor allem durch meine Abwehrreihe am Anfang da, vor allem in der ersten Hälfte. Oh, halt die Fresse, ey. Scheiß Handy ist alles am Dingsen. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls, Ding ist rum, ist schon wieder so ein langes Video, deswegen mache ich hier mal Schluss. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Links in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.